So ein schönes kleines Gameplay zu Dead Rising 4. Ich liebe dieses Spiel, beziehungsweise ich liebe alle Zombie-Spiele. Was zum Teufel? Frank! Frank! Seltsame Stimme, naja. Wer ist da? Komm schon! Ja, ich komme! Oh ja. Oh ja, kommt her. Komm schon, seltsam. Hey, Moment mal! Was zum Teufel? Oh ja. Oh ja, wie man Dead Rising kennt. Blutig ist es. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, aber ich gehe erstmal schnetzeln. Kommt her! Ja! Oh. Oh nein, ich muss nach unten. Warum? Die wirklich nach unten? Na ja, egal. Dann gehen wir halt nach unten. Da kommt schon das Gesicht da. Oh, das ist anstrengend. Ich muss doch der seltsamen Stimme folgen. Frank! Ja, ja. Oh. Oh, ja, Baby! Komm, seltsame Stimme, ich bin da. Frank West, denk dir den Namen ein, den du nicht die ganze Welt kennst, wenn ich die Story höre. Oh nein, oh nein. Wo ist er, wo ist er? Was soll das sein? Die Greatest Hits von Frank West? Ja! Teile konnte man ja, glaube ich, nur auf. Ja, auf jeden Fall die ersten Teile konnte man nur auf Xbox spielen. Was ist los? Ja, ich komm doch schon. Seltsame Stimme. Warte, ich will. Ja, ich brauche noch mehr. Oh, das ist schon nice. Also, ich bin ja aber zu seltsam Stimme. Da bin ich. Warum die Öffentlichkeit mir glauben sollte, weil ich Frank West bin, ein verfickter Held. Wo ist die seltsame Stimme hin? Ich ja, ich nicht. Weiß nicht gerade mein tollstes Interview. Weiter geht's. Seltsame Stimme, ich komme. Oh Gott, ich habe keine Waffe mehr. Das ist der Fall. Hol dir, was dir zusteht. Ja, ich bin das da. Muss ich mir nicht geben. Ich habe vielleicht um 4 bis 6 schnell vertan, da und? Ja, Baby! Komm und hol dir! Was soll ich mir denn holen? Willamette war ein Inside-Job, ist doch nicht so schwer zu verstehen. Die Regierung war seine Verschwörung. Oh. Komischer Granatenhammer. Schon gut. Schluss mit der Vorstellung. Ich hab's, glaube ich, in dem Fall schon mal. Ja, ja, ja. Oh ja. Ich liebe es. Lüster. Juhu. Ich bin da! Okay, super! Weißt du was? Alle hatten ihren Spaß! Ja. Kann ich jetzt gehen? Nein! Töte mich nicht! Oh nein! Ja, toll! Erst renne ich hinter der komischen Stimme hinterher und dann werde ich umgebracht.
Okay, es war ein Traum. Gott. Weniger auf Nacht. Nachdem Frank sich widerwillig nach Wilmanette hat locken lassen, hilft er seiner Studentin Vic bei der Untersuchung der geheimen Militärbasis. Muss ich da etwa rumschleichen? Ich will töten. Ich will Zombies, Mann. Blattware. Ich bekam eine Medaille vom Präsidenten und als ich ihm die Hand reichte, rutschte ich aus und schlug ihn aus Versehen. Auf den Hals. Auf den Hals? Ausgerutscht. Du hast dem Präsidenten ein paar an den Hals gegeben? Du liebst es, mich schlecht aussehen zu lassen, oder? Du hättest Boulevardjournalistin werden sollen. Ach, leck mich. Oh, sorry, ich vergaß. Sensibles Thema. Boulevardjournalisten töteten deine Eltern. Haha. Wohin geht's denn überhaupt? Erstens. Lass mich erklären. Du hast gesagt, wir würden Minigolf spielen. Bei allem Respekt, Professor. Dass du darauf reingefallen bist. Ich liebe Minigolf. Hör mal zu. Es gibt da diese geheime Militärbasis. Oh, bitte nicht schon wieder eine Verschwörungstheorie. Hör doch mal zu. Sie führen da illegale Experimente durch. Dreh sofort um. Menschliche Experimente, Frank. Dreh sofort um. Frank! Wow! Frank! Habe ich in unseren Gesprächen nach dem Unterricht jemals angedeutet, dass ich zurück nach Willamette will? Keine Sorge. Du musst dich entspannen. Ja, sagte sie, bevor das Gekreische begann. Du sagst doch immer, dass meine Handyfotos totaler Mist sind. Sind sie auch. Also, wäre der beste Lehrer ein Weltklasse-Fotograf, richtig? Das ist meine Kamera. Ja, sie hing in deinem Kleiderschrank. Der verschlossen war. Nicht sehr fest. Hör zu, die Quelle hat da viele volle Leichensäcke gesehen. Humanversuche in einer alten Raketenbasis. Komm schon, Frank. Wie kannst du Nein dazu sagen? Nein. Frank, das ist unsere Chance. Bitte. Schon, Frank. Gut, aber ich fahre. Was? Nein, das ist mein Auto. Verrückter Knacker. Hey, die hat eine Wumme. Ich will auch eine Wumme. Verdammt. Fair. Hat der dein Kontakt gesagt, wie wir da reinkommen? Die Basis erkunden. Ja. Okay. In einem Schuppen irgendwo hier gibt es eine Sicherheitskarte. Na gut, dann mal los. Oh, ich dachte, ich darf mich hier verstecken. Da ist der Schuppen. Ich check das. Pass du auf. Ja, geht klar. Meine Waffe ist eine Kamera. Öffnen. Was haben wir da? Silo-Schlüsselkarte. Gibt's eine Wumme? Die ist Nein. Für eine Tür. Komm schon. Okay, schön Piano, Miss Marvel. Schlüsselkarte. Ich will nicht über den Haufen geschossen werden, okay?
in die Basis schleichen. Aber ich weiß doch gar nicht, wie schleiche ich denn? Ah. Das war ja easy. Okay, hier ist der Eingang. Ach, wir schleichen einfach. Ach, scheiß auf Schlag. Wie im Leben ist das ein Reservisten-Ausbildungslager? Die Typen waren in voller Kampf. So. Schlüsselkarte. Hab's gesehen. Könntest du mal einen Gang runter? Ja, jetzt mal reingehen da. Was auch immer hier ist, wir schnappen es sonst. Versprochen. Ah ja. Wusste ich doch, dass ein kleiner Frank West in dir steckt. Schnauze. Okay. Was gehört? Oh mein Gott. Ach, Fotos. Meinst du echt? Ist ja nicht mein erstes Mal, weißt du? Frau für Fotografen. Jetzt stelle ich es mir gerade vor. Oh ja. Oh ja. Viele Leichen. Was zur Hölle tun wir noch hier? Heilige Scheiße. Frank? Andi. Psst, leise. Okay, jetzt kriegt man gar nichts. Dann muss ich weiter ranzoomen. Was läuft denn hier? Finden wir. Warum schiebt sie mich denn? Frank C, sehe ich auch mal ein bisschen mehr. Ja, und jetzt? Null Punkte. Na, was soll denn das? 200 Punkte. Okay, kann ich weitergehen? Ist ja langweilig. Fotografieren, was soll denn das? Kann ich fotografieren? La 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 la. Guter Mann. Wo bleibt jetzt meine erste Wumme? Na toll. Nein. Oh, scheiße. Oh nein, womit soll ich sie bekämpfen? Oh, mit meinen Fäusten. Frank, ein Zombie. Echt jetzt? Bam, komm her. Okay, wäre ein fortwährender Prozess. Probier's mit der Tür da. Ich versuche hier oben was zu bewegen. Ist hier eine Waffe? Oh ja. Oh ja. Wir kommen nur raus, wenn ich alle Zellen öffne. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Nehmen wir uns eine nach der anderen vor. Bereit? Ja, bin bereit. Mach. Bereit, Desk. Oh, überliegen wir russisch Glaubensschutz. Ja, Baby! Kommt her! Bam, 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 bam! Bin schon tot? Ja! Hey! Ja, nice! Hey, warn mich doch vor! Hab ich doch! Ja! Ich bin auf den Boden schlagen. So. Bam, hat's gemacht. Das ist doch mal was nach meinem. Ich scheint's noch drauf zu haben. Ich glaube, ich hab da was für dich. Sieh mal da rein. Wo denn? Oh ja. Rufe dein Inventar auf, indem du 3 für Fernwaffe, 2 für Nahkampfwaffe und 1 für Wurfwaffe drückst. Wechsle dein Inventar, ja, ja, bla 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 bla. Okay. Ja, damit kann ich was anfangen. In Ordnung. Letzte Zelle. Immer mit der Ruhe! Okay. Ah, okay. Letzte Zelle.
Mach auf da! Ist da los? Ja, ich nehme ja schon den komischen. Okay, mach auf! Oh ja, läuft, Baby, läuft! Was denn, Gott verdammt? Wo denn das? Wie in alten Zeiten. Ja. Warte, ich komme runter. Ja, jetzt. Danke. Du bist ja eine Mega-Hilfe. Vic, ich vergebe dir. Das hier ist viel besser als Minigolf. Wow, du bist ein bisschen abgestumpft, was? Sind doch nur Zombies, Vic. Ich weiß. Das für Menschen. Pass auf, entweder die oder ich. Können wir einfach weitermachen mit der Reportage? Schon gut. Ich bin ganz bei dir. So, was haben wir denn Bingo. Hier? Ist das ein Recherche hat begonnen. Pause für Fotografie. 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 Zu weit weg. Ja, ist ja gut. Nein. Ah, okay. Ich glaube, diese Ausrüstung ist dazu gedacht, Änderungen im Hirn zu bewirken. Wie jetzt? Medizin studierst du auch noch? Nee, nur eine Menge Cypher-Literatur. Hast du noch mehr zu fotografieren, bitte? Die scheinen sie operiert zu haben. Es gibt doch schon ein Impfmittel gegen Zombifizierung. Was soll das dann? Auf jeden Fall was Gruseliges. So, was darf ich jetzt noch? 66 anrollen, auch da ist er ja. Zombrex. Das Zeug unterdrückt die Zombifizierung nach einem Biss. Ja, aber mittlerweile ist doch jeder immun gegen den Parasiten. Scheiße. Wo haben die diese Zombies überhaupt her? Wir brauchen doch gar nicht alle Antworten. Nur so viel, ja, dass ich die weiter Story geht's. Verkaufe. Fighten. Weiter geht's. Komm schon. Jetzt lang hier. Da. Da. Also hier da lang. Bam. Lang. Sonst keine Veränderung. Wieso sehe ich mir das an? Das Mittel wird perfektioniert, nicht verbessert. Was der Kunde erwartet ist, das ist ein Projekt, an dem man ein Leben lang forschen muss. Die Fortschritte sind wirklich... Wenn Sie den Termin nicht halten können, Doktor, werden Sie ersetzt. Oh Gott. Packen Sie den zu den anderen. Experimentieren mit Zombies. Sperren sie ein. Aber warum? Zur Beobachtung. Wir wollen irgendwas erschaffen. Scheiße. Frank, wir halten diese Arschlöcher auf, oder? Wow. Na klar. Wow. Wir sichern uns die Story. Wir kommen hier raus. Wir werden bezahlt. Nicht mehr, nicht. Und sagen, gut, dann. Weniger. Hast du was zu sagen? Nein, 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 nein. Mist, diese Tür hat einen Code. Lass mich raten. Du hast wieder an meiner Kamera rumgefunden. Aber was oder? Muss ich denn machen? Ein ganz schneller. Das sagen sie alle. Drück im Fotos-Modus 2, um den Spektrum-Analyse. Oh. Also meine Kamera getunt hat, vielleicht kann sie ja auch noch schießen. Ich
habe noch nie einen Zombie gesehen, der so steil geht. Oh Gott, Frank. Sieh sie dir an. Sie leidet. Ja, und es geht nur durch diese Kammer weiter für uns. Ja, dann lass mich schon mal rein. Wir können nicht durch. Solange sie Zombie einäschern, okay. Dann locken wir ihn mal ein. Interessant. Dann erlösen wir ihn. Goodbye. Oh Gott, abgefackelt. Oh mein Gott, ist das schön. Anlocken, wie du willst. Einmal Zombie flambiert. Bitte sehr. Ich bitte noch einmal. Das ist scheiße, Frank. Wir sind hier mit grauenhaftem Zeug konfrontiert. Und du haust nur Karlauer raus? Das ist unfair. Ich habe Fotos von Sachen gemacht und nachgedacht über Sachen. Dir ist eigentlich vollkommen egal, was mit diesen Leuten geschehen ist, oder? Komm, holen wir uns einfach, was wir wollten und verdünnisieren uns, okay? Muss ich wieder Fotos machen? Wow. Ah, bestimmt. Gott. Schau dir das an. Ich brauche Bilder. Von allem. Oh ja, wir machen Bilder von allem. Bestimmt von denen. Da ist was drin. Probier's mit dem Spektrumanalysator. Damit solltest du was erkennen können. Okay, einfach die... So, ist noch einer. Was treiben diese Bastarde hier? Okay, einfach die Fotos machen und raus. Komm schon! Die sehen alle gleich aus. Ja, eine Großfamilie. Was? Hör auf! Was noch? Okay. Weißt du, was das ist? Ja. Was? Die NS-Testergebnisse. Ja. Sie klonen Leute. Nicht nur Forschungsmaterial. Machen Experimente mit ihm. Sperren sie ein. Weg. Ja. Mit dieser Story winkt uns jeder Preis der Welt. So, also bitte. Bitte. Konzentrier dich einfach, bis wir hier raus sind. Ich gehe nirgendwo hin. Ich werde das alles hier abfackeln. Was? Oh. Da weint jemand. Weg. Wir haben, was wir brauchen. Abflug. Nein, jetzt. Weg. Halt. Was soll das denn? Da weint jemand. Oh, lass ihn nicht raus. Oder ihn. Was denn nicht gruselig? Was für ein Foto. Oh, ja, richtig gut. Sie testen hier so eine Art Biowaffenversion des Virus. Wir schnappen uns die Story und verschwinden! Ich könnte es nicht! Ich könnte es nicht! Ruhig, Mick. Genau das habe ich gesagt. Sei verdammt nochmal ruhig. Jetzt hast du uns beide in Gefahr gebracht. Du hättest sie zurückgelassen? Wie? Ein Stück Vieh? Wir müssen auf der Stelle hier weg, verstanden? Für deine Bilder? Deine verdammten Bilder? Ich bin ein Reporter, Vic. Das ist, was ich tue. Ich berichte. Und wenn du das nicht auch kannst, wenn du mal nicht nur an dich denken würdest, dann solltest du ja schleunigst verschwinden. Oh, Scheiße. Los, los! Whoa!